Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Das sind heute meine Gäste. Ich begrüße eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Österreichs, Viktoria Schnaderbeck. Die 24-jährige Steirerin ist Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft und sie gewann soeben mit Bayern München den Meistertitel, durfte diesen gemeinsam mit Alaba, Schweinsteiger und Co. auf dem Münchner Rathausbalkon vor über 20.000 Fans feiern. Sängerin und Musiker Timna Brauer ist als Vermittlerin zwischen Kulturen und Religionen stets beseelt, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Jetzt hat sie zusammen mit den singenden Mönchen von Stift Heiligenkreuz ein Album herausgebracht. Sprachrohr des Stifts ist Pater Karl Wallner, Hochschulrektor und PR-Chef des Klosters. Er und Timna Brauer haben sich im November 2013 hier an diesem Tisch kennengelernt, beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Chant for Peace heißt das Ergebnis. Ein Album, das es bereits in die Charts geschafft hat. Und ich begrüße den deutschen Publizisten und Ex-Politiker Jürgen Todenhöfer. Er hat 10 Tage bei der derzeit gefürchtetsten Terrororganisation der Welt verbracht, dem Islamischen Staat. In seinem aktuellen Buch Inside IS berichtet er aus einer Welt, die geprägt ist von Ehre, Pflicht und einer vermeintlichen Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse. Herzlich willkommen meinen Gästen. Herr Todenhöfer, Sie waren ja schon auf vielen Kriegs- und Krisenschauplätzen des Mittleren und Nahen Osten unterwegs. Sie waren oft in Afghanistan, in Syrien, im Irak, in Palästina. Wie haben Sie denn jetzt überhaupt Zutritt bekommen zum IS? Ich habe im Januar letzten Jahres zusammen mit meinem Sohn IS-Dschihadisten und andere deutsche Dschihadisten über Skype angeschrieben und habe gefragt, ob sie bereit wären, mit mir zu sprechen. Ich wollte wissen, was sie da tun und warum sie da hingehen. Und ich wollte in das Land, das ich ja kenne, ich bin sehr häufig in Syrien und im Irak gewesen. Wir haben 80 angeschrieben, haben 15 Antworten bekommen. Und am Ende konzentrierte sich das auf 2. Und einer davon war dann ein Beauftragter der Medienabteilung des IS. Und dem habe ich gesagt, ich möchte in das Land kommen, aber ich brauche eine Garantie. Mhm. Es war die Zeit, wo serienweise Köpfe abgeschnitten wurden. Und es ist ja jetzt wieder ein ganz schreckliches Video herausgekommen, das einem die Sprache verschlägt. Und ich glaube, dass ich nicht viel Konkurrenz hatte. Also viele fragen ja, wieso gerade Sie? Ja, weil kein anderer dorthin wollte. Und wir haben lange gerungen über die Garantie. Ich habe gesagt, ich komme nur, wenn der Kalif selber die Einladung ausspricht und wenn die veröffentlicht wird. Mhm. Die muss veröffentlicht werden, und damit es kein Fake ist, also keine vorgespielte Sache. Und irgendwann im November, Dezember stand es dann. Und dann wurde das veröffentlicht, als ich noch in München saß. Ich wusste gar nicht, dass sie das jetzt schon veröffentlichen würden. Und alle Medien, BBC, CNN, alle warfen sich auf mich. Und ich sagte, ich bin hier in München und ich gehe jetzt Fußball spielen. Und die sagten, ja, Sie sind im Islamischen Staat. Nein, ich bin nicht im Islamischen Staat. Und ich habe dann ein paar Tage gewartet, um zu warten, ob das IS protestiert gegen die Einladung. Aber auf diese Twitter-Meldung, dass ich dorthin komme, gab es nur Kommentare, also wenn ihr ihn kriegt, behaltet ihn, schneidet ihm auf jeden Fall den Kopf ab. So eine Gelegenheit werdet ihr nie wieder kriegen. Und dann sind wir nach einer Woche gefahren. Sie haben gerade diese Twitter-Meldungen gesagt. Wenn man sowas liest, warum fahrt man dahin? Haben Ihnen die Garantien ausgereicht? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sogar eine tödliche Pille mit dabei hatten, um gegebenenfalls sich auch selbst das Leben zu nehmen. Wenn man mit solchem Gepäck reist, warum reist man dann überhaupt? Was war Ihre Portion? Was war wirklich das Ziel dieses Besuchs? Ja, das Ziel des Besuchs war das, was Sie eigentlich antreibt und was alle Journalisten antreibt, die Wahrheit herauszufinden. Mhm. Ich hatte in Syrien gesprochen mit Al-Qaida. Ich hatte gesprochen mit der vom Westen unterstützten Freien Syrischen Armee. Ich hatte mehrfach mit dem Präsidenten Syriens, Assad, gesprochen. Und da taucht, ich hatte das immer vorausgesagt, weil ich den Islamischen Staat schon seit 2007 in Ramadi kennengelernt hatte, da taucht dann plötzlich auch für die Journalisten erkennbar IS auf und wird eine große Macht. Und ich wollte herausfinden, was die machen, wie stark sie sind
Und ich glaube, wenn man einen Gegner besiegen will, das ist unser Feind. Das muss man einfach wissen. Feind unserer Zivilisation, Feind unserer Werte. Wenn man einen Gegner besiegen will, sollte man ihn kennen. Und deswegen bin ich hingefahren. Und ich habe auf diese Garantie vertraut, weil der IS will als Staat ernst genommen werden. Und da das vom Kalifat kam, stand auch deren, was auch immer, Ehre oder was, ich sage jetzt wirklich was auch immer, Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Und mein Sohn hat gesagt, du wirst umgebracht werden. Und alle wenigen Freunde, die das wussten, sagten, du wirst nie mehr zurückkommen. Und ich habe darüber viel nachgedacht. Ich habe abends, wenn ich ins Bett ging, hatte ich häufig das Gefühl, dass mir jemand mit der stumpfen Seite eines Messers die Kehle abschneidet. Und dann bin ich rausgegangen auf einen winzigen Balkon und habe nachgedacht. Und Sie können das nachvollziehen, ich habe in mich hineingehört. Ich habe versucht rauszukriegen, hallo, was sagst du mir? Und ich war der Überzeugung, dass ich wieder zurückkommen würde. Aber für den Fall, dass ich mich geirrt hätte, dass ich mich jeden Tag gefragt habe, hatte ich ein Medikament dabei, das in Überdosis tödlich wirkt, aber nicht, um mich zu töten. Ich liebe das Leben zu sehr und ich glaube auch nicht, dass der Mensch das Recht hat, sich das Leben zu nehmen, sondern um im Falle eines Brechens des Versprechens nicht dem IS die Chance zu geben, mich da tagelang, wochenlang vorzuführen und vor aller Öffentlichkeit zu schlachten. Und ich hätte ja nicht die Entscheidung zwischen Leben und Tod getroffen. Ich hätte nur entschieden, wie? Ihr macht's nicht. Nun haben Sie gesagt, die eine Seite ist, der IS will als islamischer Staat und will als Staat anerkannt werden. Auf der anderen Seite, das, was wir wissen und das, was wir damit verbinden, sind immer wieder Schreckens- und Gräueltaten. Sie schreiben, alles, was wir über den IS wissen, was westliche Politiker uns erzählen, ist falsch. Was sollten wir wissen? Ja, wir sollten zum Beispiel wissen, dass die viel stärker sind, als wir glauben. Da, neben denen ist Al-Qaida Kinderkram. Das ist nichts. Die haben einen Staat erobert, das ist ein Staat. Ob wir das glauben oder wollen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die sehen sich als Staat und sie handeln als Staat. Sie haben eine gewisse Ordnung aufgestellt. Sie bekämpfen die Korruption. Sie erheben Steuern, sie haben ein Sozialsystem, Medizinsystem, Straßenpolizei und so weiter. Funktioniert alles nicht perfekt? Das ist wieder eine andere Frage. Es gibt ja einige Staaten, in denen das auch nicht perfekt funktioniert. Und wir müssen wissen, dass die stark sind und dass die Wurzeln schlagen und dass die Zeit ausläuft. Und das Zweite, was man wissen sollte, ist, dass sie den größten religiösen Völkermord der Geschichte planen. Alle Menschen, die nicht einer abrahamitischen Religion angehören, also nicht Christen, Juden oder IS-Muslime sind, wollen sie töten. Und wenn sie die kriegen, töten sie sie auch. Mhm. Und sie wollen zum Beispiel auch alle gemäßigten Muslime im Westen töten. Alle, die an Demokratie glauben. Weil wer an Demokratie glaubt, so meinen sie, setzt die Gesetze der Menschen über die Gesetze Gottes. Und die wollen sie töten. Mhm. Und das muss man einfach wissen, um auch die Rolle unserer Muslime hier richtig einzuschätzen. Und das Dritte ist, dass man erkennt, dass wir mit Bomben das Problem nicht lösen können, sondern nur sunnitische Iraker können die angeblich sunnitischen IS-Kämpfer besiegen. Weil die sunnitischen Iraker, das ist eine Minderheit im Irak, das sind 35%, das sind 10 Millionen, die unterstützen sie oder tolerieren sie, tolerieren ist das richtige Wort, weil sie seit dem Sturz Saddam Husseins massiv diskriminiert werden. Sie haben ihre Jobs verloren, sie sind ins Gefängnis geworfen worden, Todesschwadrone haben ihre Leute umgebracht. Und die betrachten die jetzige Schia-Regierung als ihren Feind. Und der IS ist der Feind dieser Schia-Regierung. Also sehen sie den Feind des Feindes, ihres Feindes, als jemanden, an dem man tolerieren sollte. Und wenn man das beenden will, muss man die sunnitische Bevölkerung im Irak wieder in die Bevölkerung integrieren, ihnen die gleichen Rechte geben wie den Schiiten. Und dann würde die sunnitische Bevölkerung dem IS die rote Karte zeigen. Und ich habe ganz engen Kontakt mit den gemäßigten Irakern, die sagen, an dem Tag, wo wir dieselben Rechte kriegen wie die Schiiten, kämpfen wir gegen den IS. Und das haben sie schon einmal getan, 2007. Da haben sie den IS vor sich hergejagt und vernichtet. Und es haben nur wenige überlebt.
Demnach, Herr Todenhöfer hat gerade gesagt, dass sein Antrieb in gewisser Weise war, den Feind verstehen zu wollen oder zumindest kennen zu wollen. Das muss ja noch kein Verständnis mit sich bringen. Interreligiöser, auch interkultureller Austausch und Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Pfeiler deiner Arbeit. Du hast vor vielen Jahren das Projekt Voices for Peace mit Palästinensern und Israelis ins Leben gerufen. Also immer wieder, auch jetzt wieder Gegensätze, die es gilt zu überwinden und zu betonen. Wie schwer ist es denn, das andere zu erkennen, das Fremde zu erkennen, verstehen zu wollen, noch dazu, wenn es sich in grausamer Form, wenn es sich in aggressiver Form, wenn es sich in schrecklicher Form präsentiert? Ja. Also ich muss sagen, es ist derselbe Mechanismus. Natürlich habe ich viel weniger Risiko, wenn ich mit Musik handle. Ja? Musik verbindet, Musik ist eine fröhliche Sache. Da geht es um was ganz anderes, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber der Mechanismus, der Wunsch, den anderen, den Feind oder den Fremden, wie auch immer man das nennen will, kennenzulernen, um ihn zu verstehen und sich dann anzunähern, das ist mir sehr ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich glaube, das ist auch die Voraussetzung für jede multikulturelle Begegnung. Mhm. Herr Wallner, nun, was wir wissen sind oder was wir sehen in den Medien oder auch online, sind Videos von Menschen, die ihren Köpfe abgeschlagen wollen. Das ist der erste, sozusagen die erste Assoziation, die wir mit dem IS haben. Wie schwer ist es dann noch hinzuschauen und zu sagen, da möchte ich was kennenlernen, ich möchte wissen, wie die ticken, ich möchte wissen, wie die sind, was die wollen, wie sie leben? Es ist für mich ganz unfasslich, weil diese ganze Sache direkt in mein Leben hineinreicht. Ich habe Jugendliche hier aus dem Iran bei uns in Heiligenkreuz, die im Sommer kommen, wo die Brüder erschossen worden sind, ja, weil sie Christen sind dort. Ich habe einen jungen Moslem aus Afghanistan, der kommt wegen des Sports nach Heiligenkreuz, der traumatisiert ist, weil die Taliban seinen Bruder vor seinen Augen erschossen haben, weil er nicht Taliban werden wollte. Ein frommer, gemäßigter Moslem, der jeden Tag um 5 Uhr aufsteht, um seine Gebete zu verrichten. Also das reicht ja direkt in mein Leben hinein. Und für mich persönlich war Religion, also ich christliche Religion, immer eine Religion des Friedens. Ich merke aber, dass gerade eben jetzt im Augenblick die Botschaft, die vom Sammelbegriff Religion ausgeht, eine Botschaft ist, Religion führt zu Ausgrenzung, zu Hass, zu Gewalt und sogar zu solchen Terrorismus. Darf ich widersprechen? Bitte. Es ist nicht die Religion. Der IS hat keinen islamischen religiösen Hintergrund. Der IS müsste eigentlich, das habe ich al-Baghdadi auch geschrieben, in anti-islamischer Staat umbenannt werden. Der Koran verbietet den Zwang im Glauben. IS zwingt im Glauben. Der Iran, der Islam verbietet die Tötung von Unschuldigen, verbietet Angriffskriege, verbietet die Zerstörung von Kirchen. Ja, ja. Und dieser al-Baghdadi, das ist eine verbrecherische, kriminelle Gang, die den Islam als Maske benutzt und damit sehr viel Erfolg hat. Das ist ganz richtig sachlich korrekt. Wir haben nur das Problem der Begriffsverwirrung, denn auch der ORF berichtet immer, dass ein religiös motivierter Attentäter dieses und jenes Furchtbare getan hat. Also der Begriff religiös und Religion wird eigentlich missbraucht. Ja? Und mich erschüttert es. Ich gehe aus religiösen Gründen in die Kirche, um zu beten, um dort mich zu rüsten, ein Leben der Liebe und Hingabe zu führen. Und hier wird der Begriff religiös in einer Weise verwendet, der das diametrale Gegenteil besagt. Totaler Missbrauch. Darf ich noch ein Beispiel bringen? Weil wir haben auch eine Schuld. Unsere Kriege im Irak haben den Irak so zerstört. Und der IS ist die unmittelbare, Wochen danach gegründete Antwort, die falsche Antwort auf den Irakkrieg von George W. Bush. Aber ich möchte nur erinnern, der einzige wirklich wichtige Mann der Weltpolitik, der damals gewarnt hat vor diesen Kriegen, war Papst Johannes Paul II. Und er hat gesagt, solange ich eine Stimme habe, werde ich schreien um Himmels Willen Frieden. Das ist das Vorwort meines Buches damals. Mhm. Ich wollte noch ein winziges Beispiel geben, um Ihnen zu zeigen, dass es nicht Religion ist. Wenn wir in China 14 Jahre lang diese Überfallkriege, diese Lügenkriege geführt hätten, die Bush geführt hat, dann hätten wir jetzt in China ein Terrorismusproblem. Das geht nicht, dass wir Völker überfallen und uns dann wundern, dass die sich wehren. Jean-Paul Sartre hat, als er über den Algerienkrieg geschrieben hat,
gesagt, Krieg ist ein Bumerang. Der kommt zurück und wir merken nicht, dass es unsere eigene Gewalt ist, die jetzt auf uns zurücksteckt. Ja, und das entschuldigt nicht den IS. Ja, er steht ja jetzt schon vor unserer Tür. Wir hatten diese Attentate in Paris. Wir sind ja in einer Bedrohungssituation auch in Zentraleuropa. Das eine, was Sie uns mitbringen, ist, dass wir diese Gefahr total unterschätzen. Ja. Das andere, was wir wissen, ist, dass sie eine ganz große Anziehungskraft hat, vor allem auch für viele junge Leute, die dorthin gehen. Worin liegt die begründet? Ja, das sind eigentlich vier Gründe. Ich treffe mich häufig mit Jugendlichen. Ich habe morgen in Frankfurt ein Treffen mit 30 Jungen, die zum IS wollen. Das ist verrückt. Vielleicht stürmt der Verfassungsschutz. Dieses Treffen, das sind 15-Jährige, 16-Jährige, die fühlen sich in unseren Ländern, Deutschland, Österreich, diskriminiert. Und sie werden diskriminiert. Wenn die eine Bewerbung abgeben für einen Job und da steht Mohammed, kriegen sie keine Antwort. Dann schreiben sie dieselbe Bewerbung, schreiben sie Fritz Weber und sofort kriegen sie eine Antwort. Die finden, dass die muslimische Welt, der Mittlere Osten, mit unseren Kriegen und mit der Kolonisierung sehr, sehr übel behandelt worden ist. Die sehen, dass da Menschen gestorben sind. Im Irakkrieg nach Ärzte gegen den Atomkrieg 1 Million Tote. 1 Million. Das sehen sie. Und dann kommt das Dritte, das für mich das Wichtigste ist. Man sagt ihnen, dort findet eine geschichtliche, Sie haben das vorhin gesagt, dort findet eine geschichtliche Schlacht statt. Die entscheidende, apokalyptische, geschichtliche Schlacht. Endauseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und man sagt, die sei 1400 Jahre vorher vorausgesagt worden. Und man sagt den jungen Leuten, die 15 sind, die nichts sind in unserer Gesellschaft. Alle 15-Jährigen sind nichts, aber 15-Jährige Muslimische sind besonders wenig. Und man sagt ihnen, du wirst dort eine historische Rolle spielen. Du schreibst Geschichte, du bist wichtig. Und denen hat noch nie jemand gesagt, er sei wichtig. Und darauf fahren sie ab und sie denken, sie helfen den Armen und Schwachen. Und dann kommen die militärischen Erfolge dazu, dass die mit 200 Mann 6000 Soldaten vertreiben. Und das hat eine Faszination auf junge Leute, die ich trotzdem nicht verstehe. Sie haben es auch angesprochen, Sie haben dort eben unter anderem einen deutschen Landsmann getroffen, der dorthin ist. Wir sehen einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Interview. Sie waren deutscher Protestant. Sie wurden Muslim und sind jetzt hier im Islamischen Staat. Wir sind hier in Mosul, das Sie erobert haben. Meine Frage ist, werden Sie eines Tages nach Deutschland zurückkehren? Yani, Alhamdulillah, Allah hat mich recht geleitet und hat mir die Hijra gewährt, yani die Auswanderung aus Deutschland. Yani, wir haben das mehrere Male probiert und letztendlich hat es geklappt nach Scham, yani, zum Islamischen Staat. Und wir sind ein Teil des Islamischen Staates, um diesen aufzubauen. Und yani, ob ich zurückkehre nach Deutschland, das weiß ich nicht, das weiß nur Allah. Aber wir werden definitiv zurückkehren. Ja, und das wird nicht mit Freundlichkeiten sein oder sonst irgendwas, sondern das wird mit der Waffe sein, ja, und mit unseren Kämpfern. Und wer den Islam nicht annimmt oder die Jizya nicht zahlt, den werden wir töten. Wie war es für Sie, so einem Landsmann zu begegnen? Naja, ich habe 10 Tage mit dem auf demselben Boden geschlafen. Und ich habe mit dem 5 Monate lang geskypt, stundenlang, um Motive rauszukriegen, um die Sicherheit für die Reise zu kriegen. Das ist ein Gehirngewaschener. Der war in seiner Kindheit jemand, der sich immer für die Schwächeren eingesetzt hat. Und dann kam diese Gehirnwäsche, dass ihm einer gesagt hat, da gibt's was Großes und du bist wichtig. Dieser Mann ist ein Abtrünniger von seinem Glauben. Er ist ein Abtrünniger, weil er das Gegenteil von dem macht, was im Koran, was in der Religion drinsteht. Und er ist ein, ich sag's mal ganz hart, ich diskutiere da ständig mit meinem Sohn drüber, das sind Gotteslästerungen. Die haben jetzt wieder Leute in einem Kasten in ein Schwimmbad versenkt und ertrinken lassen. Sie haben Menschen mit den Köpfen aneinander gebunden und ihnen die Köpfe weggesprengt. Und sie sagen, das geschieht im Namen Gottes. 113 der 114 Suren beginnen mit dem Satz im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Das ist Gotteslästerung, was der Mann macht. Das sind nicht nur Kriminelle. Das sind richtige Gotteslästerer, die mit dem Glauben Islam nichts mehr zu tun haben. Steht denn alles, was Sie in diesen 10 Tagen erlebt haben, in diesem Buch? Oder wie groß sind die Gefahren jetzt auch für Sie, wenn Sie da so ganz offen darüber reden? Sie sagen, Sie werden sich morgen mit 15-Jährigen, die dort in den Scherzin wollen, treffen. Denen werden Sie ja vermutlich erzählen, was sich dort abspielt. Sind Sie in Gefahr?
Das ist mir eigentlich egal. Also das ganze Leben ist eine Gefahr und ich habe da so einen inneren Glauben, dass ich das gar nicht entscheide, wann der Augenblick kommt, wo ich weg bin. Und mir kann man auch das Leben nicht nehmen. Ich habe schon gelebt und ich habe davor keine Angst. Natürlich kriege ich regelmäßig Drohungen, wir holen dich. Einer der Kämpfer, der Mosul erobert hat, der kam zu mir und sagte, ich habe aber noch ein persönliches Anliegen. Und ich war gestresst und übermüdet. Aber wenn einer ein persönliches Anliegen hat, dann hört man ja zu. Und dann sagt er, ich wollte Ihnen nur sagen, wir werden nach Deutschland kommen. Wir werden Sie suchen, wir werden Sie finden und wir werden Sie töten. Dann sage ich, so what? Ja, und? Mhm. Und damit muss ich einfach leben. Wenn ich jetzt anfange, Angst zu haben, wird es ja nur schlimmer. Ich habe einfach das Faktum, dass es da irgendwo möglicherweise einen gibt. Aber Sie würden sich viele Sympathien bei den gemäßigten Muslimen in Deutschland verderben, wenn Sie mir was tun würden. Sie haben viele Jahre und Jahrzehnte als Medienmanager, zuvor als CDU-Politiker im Bundestag gearbeitet, jetzt viele Jahre als Publizist. In dieser Mission, von der Sie selber sagen, es ist eine Friedensmission, Friedensarbeit, die Sie hier leisten. Vor wenigen Wochen saß hier Konstantin Wecker und die ehemalige Bischöfin Margot Kessmann, die sagen, Pazifismus ist die einzige Lösung, und zwar unbedingter Pazifismus. Haben Sie eine Idee, wie der Gewalt begegnen? Ja, indem man die Gewalt ächtet, so wie man die Vergewaltigung von kleinen Kindern ächtet. Es gibt bestimmte Sachen, die sind in unserer Gesellschaft geächtet. Und wir müssen den Krieg ächten. Und leider ist es so, dass immer noch Staatspräsidenten, wenn sie gerade mal einen Krieg geführt haben, Sarkozy, immer wenn ihm die Frau wegläuft, dann schaut er, ob es irgendwo einen Krieg gibt. Es ist leider so. Mhm. Und der kann dann, obwohl er eigentlich klein ist, vor Kraft fast nicht mehr laufen. Bush lief dann auch so und dachte, er hätte direkte Eingebung von Jesaja. Und er habe in sein Herz geblickt und Jesus gesehen. Mhm. Ich möchte nicht in sein Herz blicken. Und ich glaube nicht, dass ich da Jesus entdecken würde. Und wir müssen den Krieg total ächten, dass man sich schämt, wenn man einen Krieg geführt hat, weil man dann verloren hat. Und ich finde ganz toll, was Sie machen. Und das hat auch eine Verbindung zu dem, was ich mache. Ich habe ein Friedensprojekt mit David Grossman zusammen, dem jüdischen berühmten Schriftsteller. Und wir untersuchen Medien, arabische und israelische, auf Hass. Und versuchen, das auf Dialog umzustellen. Mhm. Und das Honorar meines Buches kriege nicht ich, sondern das kriegen Kinder von Gaza. Mhm. Für einen Spielplatz und für einen Fußballplatz. Mhm. Dibner, erzähl uns von dem Voices for Peace. Wir reden dann natürlich über die Mönche. Aber auch von den Geschichten. Was gilt es da zu überwinden, wenn Palästinenser und Israelis zusammenkommen? Die haben ihre Familien, die haben ihre Geschichten, die haben teilweise Schreckliches erlebt. Ja. Wie geht das dann, wenn es plötzlich auf die ganz persönliche Ebene geht? Ja, zuerst war es überhaupt schwer, die zusammenzubringen. Dass man wirklich findet, zwei Parteien, unter Anführungszeichen, die miteinander singen wollen, zwei Chöre, Künstler, Musiker. Das ist einmal die Herausforderung. Weil die haben natürlich alle Freunde und Familie und haben vielleicht auch Angst oder schämen sich oder müssen etwas überwinden. Andererseits sind sie neugierig und doch offen genug, um sowas zu wagen. Und das würdige ich sehr, das finde ich ganz toll. Wenn es dann schon funktioniert, ja, ist die Musik tatsächlich verbindend. Ja? Und vor allem der Rollentausch. Also wir hatten in dem israelisch-jüdischen Part waren auch teils orthodoxe Juden und die haben dann die heiligsten Gebete der Muslime und der Christen gesungen und umgekehrt. Ne? Und dieser Rollentausch hat etwas in uns bewirkt. Plötzlich spürt man den anderen. Und das hat sich auch natürlich auch ausgewirkt auf das Publikum dann letztendlich. Ja. Vor 30 Jahren etwa gab es eine sehr starke Friedensbewegung in Europa, auch getragen vom klaren Feind, der sehr nah war in Zeiten des Kalten Krieges. Ihr alle leistet Friedensarbeit. Was meint dieser Frieden? Haben wir überhaupt heute noch eine Idee, was das ist? Eine Idee, was Krieg bedeutet? Oder ist das so eine Fiktion, so ein bisschen wie wenn wir ins Kino gehen und uns Arnie als Terminator anschauen? Vergessen, ja. Die Menschen haben es nicht mehr erlebt. Schon 70 Jahre Frieden. Schon. Ja. Ist das so eine Selbstverständlichkeit, Frieden? Also ich habe schon 3 Kriege in Israel erlebt. Als Kind den 6-Tage-Krieg, den sogenannten. Da war ich 7 Jahre alt und war in einer Höhle, weil es gab keinen Bunker im Norden Israels, wo ich gelebt habe mit meinen Eltern. Mhm.
Und das ist schon etwas, was man nicht vergisst. Ja? Diese Panik, dieses winzige Land wird jetzt ausradiert. Ja? Also das ist schon einem Siebenjährigen, das kann man schon nachvollziehen. Also das hat schon etwas mit Todesangst zu tun. Mhm. Was heißt, Sie waren sehr oft in Kriegs- und Krisengebieten, Herr Dodenhöfer, was heißt das so im alltäglichen Leben? Ich finde das sehr schön, wie Sie das schildern. Ich war während des letzten Gaza-Krieges zweimal dort und habe 8 Tage lang die Bombardements mit den Menschen dort miterlebt. Mhm. Und man steht fassungslos da, wenn man am nächsten Tag die kaputten Häuser sieht, wenn man in die Krankenhäuser geht, wenn man Kinder sieht, die einen Splitter in der Stirn stecken haben und deswegen die Sprache verloren haben. Und mir tut jeder israelische Soldat oder jedes israelische Opfer genauso leid. Krieg ist einfach, ich habe mein Buch geschrieben, du sollst nicht töten, aber mein Sohn wollte als Titel, Krieg ist scheiße. Es gibt keinen anständigen Krieg. Es gibt keinen. Mhm. Das ist immer die Illusion, ja, der Krieg ist gerechtfertigt, der ist anständig. Es gibt keinen anständigen Krieg. Es gibt auch keinen anständigen Terrorismus. Geben Sie uns einen Einblick ins Alltagsleben. Hier sitzt die Frau Schnatterbeck, das ist eine Sportlerin, die ich gerne ins Gespräch reinholen möchte. Was bedeutet das? Gibt es da Freizeitangebote in Kriegszeiten? Gibt es Sport? Spielt das eine Rolle? Was haben Sie erlebt jetzt in den 10 Tagen IMS? Wird da auf den Gassen Fußball gespielt? Da wird Fußball gespielt, ja. Und als wir bombardiert werden sollten von den Amerikanern, die hatten diese Banditen eingekreist. Die haben gesehen, dass die vom Auto Waffen verlagert haben in die Hütten, in denen wir wohnten. Und dann kamen 2 Drohnen und 2 Flugzeuge. Und die kamen immer niedriger. Und da bekamen die Terroristen auch weiche Knie. Das merkte ich, wie sie um die Hütten herumschleichen, weil da kann man sich ja nicht wehren. Und wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Und dann habe ich 200 Meter entfernt einen Fußballplatz gesehen, einen Freilichtfußballplatz, so ein Kunstrasen. Und da sind wir hingegangen. Weil da wusste ich, also sie werden die jungen Leute, die da Fußball spielen, nicht bombardieren. Habe ich gehofft. Das war dann sozusagen unsere Rettung. Aber es wird Sport gemacht. Frau Schnatterbeck, Sie spielen beim FC Bayern München. Das ist bekanntlicherweise auch eine Mannschaft, in der sehr viele Nationalitäten, Kulturen, Religionen zusammenkommen. Spielt das am Spielfeld irgendeine Rolle? Ich kann das nur bestätigen. Wir haben auch in unserer Mannschaft 10 verschiedene Nationalitäten. Und ich kann das nur bestätigen, da sprechen wir von was ganz anderem als vom Krieg. Aber auch bei uns geht es darum, Leistung zu bringen und die verschiedenen Kulturen unter einen Hut zu bringen. Und das spielt sowohl auf dem Platz, aber auch neben dem Platz eine große Rolle, weil es geht darum, sich anzunähern, sich den Mitspielern zu vertrauen und als Team, als Mannschaft gemeinsam erfolgreich zu sein. Und da haben wir auch, oder ich meine Erfahrungen gemacht, dass es unterschiedliche Nationen, Kulturen gibt, die da Probleme damit haben. Da muss man muss man die Menschen kennenlernen und auch teilweise die Hintergründe, sie ticken unterschiedlich. Und das ist schon auch interessant, wenn man so einen Prozess kennenlernt in einer Mannschaft. Und ja, deswegen glaube ich, dass das auch im Sport sehr wichtig ist, sehr entscheidend und letztendlich sich dann auch auf den Erfolg auswirkt. Geht das ausschließlich übers Gespräch miteinander oder wie funktioniert das? Das geht natürlich erstmal, muss der Trainer das erkennen, dass es darum geht, dass die Mannschaft nicht von 0 auf 100 funktioniert. Da muss man schon dementsprechend irgendwelche gezielten Aktionen, Prozesse einleiten. Zum Beispiel hatten wir im Trainingslager, das war ich nicht gewohnt, aber wurden wir eingeteilt in Zimmern. Wir sind alles erwachsene Frauen. Und dann war ich mit einer Japanerin, mit einer Norwegerin im Zimmer, mit einer Schweizerin. Man muss sich kennenlernen. Man spricht nicht die gleiche Sprache, man hat andere Gewohnheiten, man muss Rücksicht nehmen und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man natürlich sich annähern kann. Und so funktioniert das in kleinen Gruppen, in großen Gruppen und letztendlich dann am Platz. Weil das ist trotzdem das, was für uns zählt und was entscheidend ist. Und ja, aber Lassen Sie uns kurz teilhaben am Tag des größten Erfolges. Sie waren mit dabei, als jetzt München am Rathaus der Meisterteller entgegengenommen wurde. Wir sehen Bilder von der Meisterfeier, die gemeinsam mit der Männermannschaft, muss man sagen, passiert ist. Und Ihre Kollegin, Kapitänin Melanie Behringer, hat auch ironisch gemeint, ich denke, die sind nicht alle wegen uns hier. wie ist es? Ist man ein bisschen neidisch auf die männlichen Stars und auf die große Öffentlichkeit und Zuwendung, die sie bekommen?
Also man muss natürlich das immer differenziert betrachten und realistisch betrachten. Ich weiß selber auch, wenn man zu unserem Spiel geht, sind vielleicht 1.000, 2.000 Leute, bei den Männern sind 70.000, wo das dann natürlich, dass das andere Dimensionen sind, was das ganze Geld betrifft, die finanziellen Möglichkeiten, Sponsoren und so weiter. Das ist mir klar, aber andererseits sehe ich den gleichen Aufwand, den wir betreiben und die finanzielle Entschädigung, die wir nicht haben. Aber ich sage das immer wieder, ich will mich da nicht beschweren, weil es gibt auch andere Länder, wo Frauen sich gar nicht, die dürfen gar nicht ans Fußballspiel denken. Mhm. Und das muss man dann irgendwie immer wieder in Relation sehen. Ich habe auch mit der Nationalmannschaft in unterschiedlichen Ländern gespielt, unterschiedliche Sachen erlebt und kann das schon bestätigen, dass man irgendwann dann nicht nur das Negative sehen kann, sondern auch das Positive. Und ich sitze da, bin erfolgreich und kann ganz offen über meinen Sport, über meinen Beruf sprechen und würde behaupten, dass das nicht alle Frauen auf dieser Welt können. Mhm. Dürfen. Frage. Ja, eine Frage. Bitte. Gibt es mehr Frauenpublikum bei Frauenspielen? Würde ich nicht sagen. Nicht es gibt die Zielgruppe, es sind sehr viele Familien, und aber auch sehr viele Männer, Jugendliche. Also da ist es nicht so, dass das Frauenpublikum überwiegt. Mhm. Wobei der Frauenfußball fast schöner ist. Weil es ist ein Tick langsamer, nicht viel, und die Spielzüge sind noch schöner und erkennbarer. Und im Männerfußball sehr effektiv nach vorne und die Spielzüge kaum noch durchschaubar. Das ist schön, dass Sie das sagen. Da gibt es ja oft Gegenmeinungen, die sagen, rumgegurke der Frauen. Alles, die nie Fußball ist ein haben. Fußball ist ein Männersport. Mit welchen Urteilen oder Vorurteilen man Sie denn konfrontiert, als Sie begonnen haben? Mit 7 Jahren sich entschlossen, Fußball ist es. Für ein Mädchen unüblich, muss man sagen. Unüblich, das stimmt. Wobei, damals wurde ich noch mit keinem Vorurteilen konfrontiert. Damals zählte rein der Spaß. Da hat mich meine Familie unterstützt, meine Freunde. Und da hat es mal gar keine Rolle gespielt, ob man ein Mädchen oder ein Bursche ist. Ich habe auch bis 15 Jahren in einer reinen Burschenmannschaft gespielt. Und da war das, natürlich erstmal schon, ein Mädchen und erstmal belächelt. Aber für mich war das dann immer ein Anreiz, wenn man dann gegen die ein Tor schießen konnte. Oder ein Tunneln. Oder sowas, genau. Das ist für einen Mann die Todesstrafe beim Fußball. Und das war für mich dann irgendwie schon eine gewisse Genugtuung. Und ja, deswegen habe ich auch heutzutage schon noch mit gewissen Vorurteilen oder leben wir, aber das trifft mich gar nicht oder das geht mir gar nicht nahe. Ich weiß, dass die wirklich den Frauenfußball oder die sich für Frauenfußball auf hohem Niveau interessieren, dass die auch wissen, was wir leisten und dass das auch ein wirklich Sport ist, der ansehnlich ist. Und das zählt für mich letztendlich. Der familiäre Connex war ja mit dabei, dass es überhaupt zur Wahl auf den Fußballsport gekommen ist. Sie haben durchaus prominente Familienmitglieder. Nationalspieler Sebastian Brödl ist Ihr Cousin. Genau. Cousin. Und dann gibt es noch den Bruder, glaube ich. Genau, der spielt bei Sturm Graz. Sturm Graz, ja, genau. Also sozusagen eine Fußballfamilie. Herr Dodner, ich habe gemerkt, dass Sie sehr kundig bei Fußball sprechen und gehört. Wir haben euch vorher schon ein bisschen unterhalten und kennengelernt, dass der Samstag der wichtigste Termin in Ihrem Kalender ist. Was passiert da? Fußball gespielt wird. Und gerade jetzt, wo es so regnet, sich im Schlamm herumzuwühlen und wälzen, ist sehr schön. Also wenn es richtig matschig ist, gehe ich gerne ins Tor. Weil man da so schön fliegen kann, es tut nicht weh. Und sonst als Stürmer. Fußball ist etwas unglaublich Schönes. Und wir haben im Englischen Garten auch viele Nationen. Also wir haben Israelis, wir haben Kurden, Türken, also alle Iraner, alles gemischt, Amerikaner, amerikanische Juden. Und das macht einen riesen Spaß. Mhm. Und es wird nicht faul gespielt. Bei der Wallner im Kloster wird auch gekickt, ne? Ja, ist das Abwechslung, auch als Unterbrechung zwischen den Lehrstunden und den Gebeten? Also wir haben so viele junge Mönche, wir haben natürlich eine Fußballmannschaft, vor allem unter den Studenten. Es gibt aber verschiedene Sportmöglichkeiten im Wienerwald, rund um Heiligenkreuz, die ganzen Möglichkeiten, Mountainbiking. Ja. Wir haben auch einen Kraftsportraum, das letzte Mal war ich ja mit einem Kraftsportler hier. Zu Gast auch, ja. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Der liebe Gott hat uns nicht als Engel geschaffen, die sind reine Geister. Wir haben auch einen Leib und der muss integriert werden mit der Seele. Spielen Sie selbst oder haben Sie gespielt? Also meine Sache, ich bin groß und plump, ist eher der Kraftsport. Ah, er versteht. Hat Jesus einen Sport gemacht?
ausgeübt? Also das Muster glaube ich nicht, wer da und unterwegs war. Ja, man hat auch die Anhänger Jesu Wanderer. Im Unterschied Walking. Zur heutigen der erste Name für die Christen war die Anhänger des Weges. Ja? Also wenn man auch heute die sitzende Kirche anschaut, kann man vielleicht seine Schlüsse ziehen. Nimmst du einen Zustand zum Fußballsport? Eigentlich nicht. Gar nicht? Ich kenne mich da nicht aus und das ist mir irrsinnig peinlich, jedes Mal. Zu Recht. Schon. Aber wenn es dann hart auf hart geht, schaue ich es mir dann schon an. Also die ganz wichtigsten Spiele, weil ich glaube, das ist ein Teil unserer Kultur. Wenn eines deiner Kinder gekommen wäre und gesagt hätte, Fußball, sofort, das ist es? Sofort. Es ist gesund, es ist witzig, es ist herausfordernd. Ich glaube, es macht auch intelligent, oder? Ja. Man muss ja so schnell wie beim Schachspiel, muss man ja auch alles vordenken, oder? Kann man das mit Schachspiel vergleichen? Ja, und wie Sie gesagt haben, es bringt Menschen zusammen. Ich bin mit einem jüdischen Freund zu einem Spiel gegangen von Bayern München. Und da hat Ribéry eine ganz große Szene gehabt und hat die halbe gegnerische Mannschaft umspielt und dann nach innen gepasst. Und das Publikum sprang auf und hat ihm Standing Ovation gegeben. Und mein jüdischer Freund auch, yeah, yeah, yeah. Und da habe ich gesagt, hallo. Das finde ich so schön. Das ist ein Muslim. Dann sagt er, und das stört sie nicht, dann sagt er, ich komme wegen ihm. Er ist ein Zauberer. Ach, schön. Das heißt, das ist so schön, die Fußballverbindung. Also da sind die Bayern unter sich jetzt am Tisch, aber bleiben wir gleich bei den Bayern. Ich meine, das ist ja nun mal ein besonderer Fußballverein. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Dazwischen gibt es, glaube ich, nicht viel. FC Hollywood, sagen viele, ein Haifischbecken, in dem es ganz schwer ist, sich durchzusetzen. Auch bei den Frauen? Immer mehr, würde ich sagen. Also man musste schon noch mal differenzieren. Also bei den Herren, ist nachvollziehbar, dass teilweise vom FC Hollywood gesprochen wird. Also ich kenne da auch Geschichten, die natürlich die den Verein vielleicht arrogant aussehen lässt. Aber man muss sagen, die haben Erfolg und zu Recht Erfolg und sind ganz oben, auch international. Und das wirklich zu Recht. Bei uns, bei den Frauen, wird das, glaube ich, in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Wir haben die Entwicklung, wir sind vor 3 Jahren deutscher Pokalsieger geworden, sind jetzt deutscher Meister geworden, spielen im nächsten Jahr das erste Mal in der Champions League. Und man kann die Tendenz schon erkennen, wenn bei uns auch der Erfolg da ist, dann ist auch der große Verein oder der ganze Verein dahinter, steckt dahinter. Und das kann für uns in den nächsten Jahren und kurz- bis mittelfristig gesehen schon auch in die Richtung gehen, die es bei den Männern zu sehen gibt. Man kennt auch die tolle Infrastruktur, die den Bayern-Spielern zur Verfügung steht, auch den Spielerinnen. Kommt man da auch Kontakt? Treffen Sie in der Kantine David Alaba, Bastian Schweinsteiger und Co.? Ja, also durchaus. Also ich muss dazu sagen, wir haben unser Trainingszentrum ein bisschen außerhalb von München, was für mich nicht unbedingt schlecht ist, weil wir natürlich dadurch unseren Fokus total auf uns richten können und da sind wir die einzige Mannschaft, da können wir auswählen, ob wir Platz 1 oder Platz 5 nehmen. An der Säbener Straße bist du eine von vielen Mannschaften. aber wir sind auch zu Mittag in der Kantine beim Essen und dann sieht man natürlich Mitarbeiter und auch die Spieler, wobei natürlich muss ich schon sagen, auch hier, jeder hat sein eigenes Leben, auch wir haben teilweise noch ein Studium, das wir nachgehen und da ist man relativ eingespannt und dementsprechend hat man nicht so viel Zeit, aber man läuft sich schon über den Weg und spricht natürlich, unterhält sich mal. Und ja. So. Sie arbeiten derzeit sowohl in der österreichischen Nationalmannschaft mit Dominik Thalhammer als auch bei den Bayern mit einem männlichen Trainer. Das ist im Frauenfußball nicht selbstverständlich, obwohl doch öfter so. Der Peter Schröcksnadel, der ÖSV-Chef, hat jetzt in der ganzen Causa Fenninger mal gesagt, es gibt doch viele Situationen, wo männliche Trainer Frauen vielleicht nicht ganz so gut verstehen. Welche Erfahrungen machen Sie damit? Man muss vielleicht differenzieren, dass in der letzten Zeit eigentlich immer mehr Männertrainer gibt, auch in der deutschen Bundesliga. Dass es natürlich schon gesagt wird, dass Frauen besser Frauen verstehen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das immer besser ist. Also ich finde, eine gewisse Distanz ist auch für uns zwischen Trainer und Spielerin ist wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger ist, dass eine
Frauentrainerin da eine gewisse Distanz aufbaut, weil die fühlen sich eher mal in der Lage, ja, mal ins Privatleben Einblick zu nehmen, was in gewisser Weise gut ist, aber was nicht zu weit gehen darf, weil irgendwann vermischt sich das und dann wird es schwierig, das zu trennen. Wenn man einmal da die Grenze überschritten hat, ist es schwierig, dass man da ja, einfach ganz klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich persönlich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit Männertrainern. Und ich glaube, ich kann jetzt aber auch nicht ganz klar sagen, was ist besser. Also, vielleicht eine Kombination, ne? Genau, also wir haben auch zum Beispiel unsere Athletik, wir haben eine Athletiktrainerin, einen Co-Trainer noch. Also wir haben eine gute Mischung und ich glaube, dass jeder aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive, aus seiner Person raus da vielleicht wichtige Impulse liefert. Und das ist letztendlich das, was zählt. Ich freue mich sehr, heute eine erfolgreiche, ein Aushängeschild des, auch des österreichischen Frauenfußballs hier und eingeladen zu haben und kennenzulernen. Und von München natürlich, aber ja, also heute ist sie, ja, sie redet ist schon ganz steirisch. Als Steirerin da, ja, ist ein bisschen was hängen geblieben. Wo ist das Steirische? Ja, das ist automatisch, weiß ich nicht, wodurch das gekommen ist. Ich glaube, das hat mal so angefangen, dass ich nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht habe. Und dann hatte ich sehr viel mit Kunden zu tun und Kunden anrufen, Kundenmeetings. Und die haben dann oft nachgefragt, wie bitte, wie bitte? Und dann habe ich mir angewohnt, schön und Hochdeutsch zu sprechen. Und Steirisch wahrscheinlich ist es ja, für die war das immer, ich verstehe sie nicht, wie bitte? Und von dem her habe ich mir das angewöhnt vielleicht. Und da ist das Bayerische dementsprechend hängen geblieben. Pater Wallner, gibt es bei Ihnen im Kloster entscheidende Positionen, an denen Frauen sitzen? Wir sind ein Männerkloster, das ist ein bisschen schwierig. Also in der Verwaltung, also die wichtigste Frau an der Hochschule ist meine Sekretariatsdirektorin, von der ich völlig abhängig bin. Ihre Chefin. Ja, meine Chefin kann man so sagen, die sie auch ganz großartig macht. Und wenn es irgendwas gibt, irgendeine Feier, 270 Studenten, tosender Applaus. Also ich habe das auch als Pfarrer erlebt, es geht ganz einfach nicht ohne dieses weibliche Element. Ja, wir sind einfach auf diese Komplementarität hin angelegt. Und also ich erlebe das sehr, sehr positiv. Und dann kam sie. Kam, sah und sang. Naja, Sie sind mit, schuld. Ja, mit all den Mönchen. Sie haben gekoppelt. Es kam ja zuerst, wir wollen mal gleich das von Beginn noch mal erzählen, die Geschichte, aber zuerst war ja dann ein Treffen im Kloster bzw. ein Auftritt im Kloster. Ja. Erzählen Sie uns über diesen Auftritt, wie haben Sie das erlebt? Diese geballte weibliche also Energie, die die Kinder auch mitbringt. Wir haben uns hier kennengelernt und wir hatten immer schon die Idee, wir können mal was machen und zwar auch zeigen, dass Judentum und Christentum ja gemeinsame religiöse Wurzeln haben und nicht bloß jetzt eben hochtheologisch darüber reden, sondern einfach das zeigen im Gebet, im Gesang. Und dann habe ich hier die Timna kennengelernt und da beim Rausgehen haben wir dann gesagt, machen wir doch was. Dann kam es zu diesem Konzert am 9. November. Wir haben nie ein Konzert gegeben seit unserem Welterfolg 2007. Wir wurden gestürmt, also die Kirche war brechend voll. Meine Mitbrüder waren am Anfang nicht ganz so glücklich, weil man auch nicht wusste, was rauskommt. Ja? Also wir haben gesagt, es singen die Mönche, wir singen unseren Choral, es singt die Timna, die ich nicht kannte. Mhm. Und dann ging das Ganze los in der überfüllten Kirche. Als erst sangen meine Mitbrüder, das kannte ich schon, das war toll. Dann öffnet die Timna den Mund und diese Rhythmik der kassidischen Gesänge. Und ich wusste, wow, das ist eine große Sache. Bevor wir reinhören, Timna, noch die Geschichte aus deiner Sicht. Du bist ja durchaus gewohnt, mit männlichen Musikern zusammenzuarbeiten, immer wieder. Aber wie war es plötzlich da eben unter Mönchen und völlig mit Mönchen anders. Zu singen? Völlig anders. Ich hatte Gott sei Dank nicht so viele Vorurteile, aber ich wusste nichts vom Klosterleben und von Mönchen. Und ich muss sagen, das war eine tolle Erfahrung. Mhm. Nicht zuerst einmal als Frau, sondern als Mensch wahrgenommen zu werden. Und es ist so, man wird als Mensch wahrgenommen. Das kenne ich gar nicht. Das ist eigentlich toll. Mhm. Und das ist eine neue Erfahrung für mich gewesen. Weil man ist vieles. Man ist Frau, man ist Jüdin, man ist Künstlerin, man ist Mutter und so. Aber zuerst ist man doch Mensch. Und da hatte ich das Gefühl, dieser Humanismus, der war so stark da. Und dann entstand eben die Idee für ein gemeinsames Projekt. Jetzt liegt es da, Chant for Peace. Heißt es, wir hören und schauen da ganz kurz hinein. Chassidische und jemenitische Gesänge gemeinsam mit den Chorälen. Und eigentlich gibt es ja da einen gemeinsamen Ursprung. Gebete sind da wie dort. Es sind Gebete da wie dort, sakrale Musik und Jesu war Jude. Also das ist ja die große Verbindung, würde ich sagen. Mhm. Können wir das kurz sehen? Mhm.
Herr Todenhöfer, ich weiß nichts von Ihrer spirituellen Art, aber mit all Ihren Grenzgängern müssen Sie wohl eine haben. Was tut sowas mit Ihnen? In welche Stimmung bringt Sie das, wenn Sie das hören? Ja, ich hatte eben nur einen offenen Mund. Ich finde das wunderschön. Ich liebe auch das, was Daniel Barenboim macht. Ich habe ihn auch schon gehört und gesehen. Dieser Versuch, über Musik unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen, ist ganz wichtig und ist einfach wunderschön. Mhm. Und ich würde auch noch eine dritte Religion dazu nehmen, nämlich den Islam. Das ist eine abrahamitische Religion. Und für mich sind Religionen unterschiedliche Gesänge an ein und denselben Gott. Und wunderschöne Gesänge, wenn man sie richtig interpretiert. Die CD wurde am 8. Mai dieses Jahres veröffentlicht. Das war nicht irgendein Tag, das ist nicht irgendein Tag, sondern 70 Jahre nach Kriegsende. Also es ging auch um ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Zeichen zu setzen. Also wir wollten Statements machen, auch dieses Konzert am 9. November 2014, 9. November, nicht, war doppelt gedacht. Das ist diese furchtbare Pogromnacht, wo die große Judenverfolgung im NS-Reich beginnt. Zugleich aber haben wir in der katholischen Kirche ein tolles, wunderbares Jubiläum, 50 Jahre Ende des Zweiten Vatikanums, die klar in einer Deklaration Nostra Aetate gesagt haben, Antisemitismus ist das Unchristlichste, das man sich vorstellen kann. Wir haben gemeinsame Wurzeln, wie der Apostel Paulus schreibt. Und wir wollten das eben wirklich durch das ausdrücken, was uns verbindet, eben gesungenes Gebet, ja, diese Ebene der Emotionen, so wie man durch den Sport die Leute zusammenbringt. Und die Timna hatte das schon vorher mit den Voices for Peace versucht. Und wir wollten eigentlich nicht allzu viel Politisches damit, weil die Leute sind doch abgeschreckt. Ja. Dann glauben sie, sie müssen da politisch korrekt oder sonst was. Also diese CD, sage ich immer, man kann sich das anhören und sich der Gänsehaut hingeben. Ja. Man hört, dass hier etwas knistert und dass hier Funken sprühen und dass hier eine tolle Form von Musik ist, weil Menschen miteinander können, die aus verschiedenen Kulturen, Ethnien, Religionen kommen. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil auch diese ganze politische Sache mit IS, nicht? Man bleibt dann immer stehen und sagt, man müsste, man könnte und die Amerikaner sollten und so weiter. Das können wir alle nicht. Wir sind Mönche da im Wienerwald mit vielen jungen Mönchen zwar, aber was kannst du als einzelner Mensch heute schon machen? Und da ist uns immer wichtig, die symbolische Tat. Und wir sind wirklich, glaube ich, kann das so wirklich ganz tief so sagen, von Gott dazu geführt worden. Wir haben das nicht geplant. Ja? Also das war eine Tür, die Gott geöffnet hat. Diese CD ist geworden. Sie war von Anfang an, waren die Leute tief erschüttert, wenn sie das gehört haben und so. Und da machen wir halt unseren kleinen Beitrag dazu, um zu zeigen, verschiedene Religionen können miteinander und finden in Harmonie zusammen. Dimnat, du bist jüdischen Glaubens. Wie praktizierst du deine Religion? Ja, ich bin nicht sehr praktizierend, das muss ich gleich dazu sagen. Mich faszinieren die Traditionen, die rundherum sind. Meine Mutter stammt aus Israel, aber eigentlich ursprünglich aus dem Jemen. Mhm. Also auch das ganz orientalische Jüdische ist mir sehr nahe. Ich bin damit eigentlich aufgewachsen, mit diesen jemenitischen Großeltern, die im vorvorigen Jahrhundert noch zu Fuß aus dem Jemen eingewandert sind, damals Palästina unter den Türken, um im Heiligen Land zu leben. Also das hat so eine Kraft, ja. Das hat schon eine unglaubliche Kraft. Mhm. Nun, Pater Wallner, vor 7 Jahren wurden Sie zu Hitparaden-Stars. Ja. Nicht nur zur Freude. Chant Music for Paradise. For Paradise. Wir machen immer Musik für etwas. In Großbritannien Top 10 der Popcharts. Ja. In USA führten Sie die Billboard-Charts an. Weiß ich nicht, wem das war. Ich glaube, Falco ist es gelungen. Sonst, glaube ich, also in England, niemanden. Ich habe jetzt mit Conchita Wurst, das war sehr spannend, das zu verfolgen. Ich habe dann immer die englischen Top 10 der Popcharts angeschaut. Also Conchita Wurst hat, ich gönne diesen Erfolg sehr, aber sie ist nicht unter die Top 10 der Popcharts gekommen. Sie soll noch kommen. Ein Autogramm von Ihnen. Also bitte gerne. Ja. Ich habe aber nicht mitgesungen. Ich höre da ein gewisses Fieber. Das heißt, die Popcharts sind schon eine Kategorie also in Ihrem Leben. Mir ist jetzt nur bewusst geworden, was das eigentlich für ein Sensationserfolg war. Es gibt zwei große Dokumentationen darüber, ZDF und auch HBO und so weiter. Und ich habe jetzt noch wöchentlich Journalisten da, dass einfach Mönche mit 1000 Jahre alten Gesängen in dieser heutigen Welt eben die Popcharts stürmen können weltweit, nicht? Also das ist doch auch eine Botschaft, nicht? Auch eben wieder diese Botschaft, dass Religiosität, wenn sie, wie soll ich sagen, Emotionen berührt, Positives bewirken kann. Eben
wir haben es hier bewusst ja genannt, chant for peace, ja, also für etwas, ja, Zukunft. Aber wenn man mal so einen Megaseller gelandet hat und es wurden mehr als 1 Million CDs verkauft. Ja, 1,5 oder so. Das ist natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Erfolg gewesen. Das heißt, Sie konnten damit Ausbildung für Studenten finanzieren. Nein, das muss ich immer widersprechen. Ja. Also wir haben 28 Cent pro CD bekommen, also insgesamt so 320.000 Euro. Das ist schön, ein Student kostet uns 11.000 Euro pro Jahr. Nicht? Aber hätten wir Konzerte gemacht, da waren die Gagenangebote zwischen 140.000 und 250.000 Euro. Mhm. Alle Künstler verdienen heute nur mehr mit Konzerten. Oft lassen sich schon die Musikfirmen an den Konzerten beteiligen und die CDs sind, die Dimmer weiß das nicht, also die CDs sind nur eine Art Promotion für die Konzerte. Aber es heißt doch Non-OLED. Also Sie hätten da viel Also machen. Geld brauchen wir, müssen das auch erhalten. Aber ich musste ihm immer widersprechen. Es war für uns nie ein Geldprojekt, sonst hätten wir Konzerte gemacht und die haben wir nie gemacht. Und wir haben jetzt eben auch das Problem, weil die Timna könnte ja singen. Und wir wollen, dass sie singt, sie lebt auch davon. Viele Anfragen. Aber wir wollen, also wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir vielleicht uns auf Video einspielen oder so mit Aufnahmen, dass sie eben das auch machen kann. Weil es ist, diese Kombination ist toll, aber bitte halt um Verständnis, wir sind Mönche, wenn wir singen, dann wollen wir in unserer Kirche direkt emotional an den lieben Gott denken und nicht auf einer Bühne stehen. Das hat der Papst schon mal vorgesungen. Da gibt es ja diesen Film mit der schwarzen Sängerin, die auch so einen Riesenerfolg hat, die ihre Gemeinde zum Singen bringt. Also jetzt werde ich Ihnen was sagen. Unter Benedikt XVI. Hatten wir eine Einladung in den Vatikan. Und wir haben dann bei Papst Benedikt direkt nachgefragt. Und er hat gesagt, Benedikt, das hat Verständnis, wir sind benediktinische Mönche als Zisterzienser. Und er hat dann gemeint, bleibt besser in eurem Kloster. Aber es gab viele Einladungen. An die Mailänder Skala waren Sie eingeladen. Ja. Arnold Schwarzenegger hätte Sie mit dem Privatjet abgeholt. Das tut mir jetzt noch leid, dass wir das nicht angenommen haben. Ja, das haben Sie abgelehnt. Ja. Also wo ist ganz klar die Grenze? Wird es eine Zusammenarbeit, weiß ich nicht, mit Lady Gaga geben, wenn Sie anfragen? Also wir verschließen uns nichts, wo wir das Gefühl haben, dass Gott eine Tür öffnet. Ja? Aber was wir gemacht haben, war eindeutig das Richtige. Mein Kloster ist so jung, so stark. Wir haben uns verdoppelt von 42 Mönchen jetzt auf 91. Es ist eine Atmosphäre der Harmonie. Ich bin 33 Jahre dort, wie ich sie noch nie erlebt habe. Meine Mitbrüder stehen so hinter dem Projekt, viel mehr als 2008, wo das eigentlich zufällig passiert ist. Mhm. Also da haben wir das Gefühl, wir können hier jetzt etwas Größeres sogar tun, eben in diesem Vorpiece etwas zeigen, symbolisch zumindest nicht. Also ich glaube, das ist das Richtige. Mit Geld kannst du einiges machen, aber nicht alles. Und ich glaube, also, dass wir gerade authentisch bleiben müssen, um der Welt zu zeigen, es geht nicht nur um Geld, sondern du kannst einen Riesenerfolg haben, aber trotzdem also ganz andere Werte eigentlich dadurch. Timna, wie siehst du das? Bedauerst du das auch? Ich meine, du bist Vollblutmusikerin. Nein, ich habe volles Verständnis und ich glaube, dass das auch eine gewisse Kraft hat, diese Zurückhaltung. Es wird aber einen gemeinsamen Auftritt geben am 8. November im Stift Heiligen Kreuz, wieder anlässlich Pogromnacht. Ja. Und das finde ich ganz wunderbar und Sie sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Sie sind ja auch Rektor der Theologischen Hochschule und Sie verzeichnen da etwas, was auffällt im deutschsprachigen, im europäischen Raum, im weltweiten Raum, Sie haben Zulauf. Ein Stift, das Zulauf hat. Ja, und ich habe gelesen von einem Ritual, das Sie pflegen, dass Sie, wenn immer ein neuer Priesterkandidat kommt, als Nichtraucher, der Sie sind, sich eine Zigarette anzünden. Nein, bitte einen Zigarillo eine Zigarre. Eine Zigarre, noch schlimmer. Also Zigaretten überhaupt nicht. Nein. Das heißt aber, wenn Sie solchen Zulauf haben, dann darf man Sie mittlerweile als Raucher bezeichnen. Ich habe ganze Stapel, ich habe heuer vielleicht zweimal in der Woche fast, dass ich eine E-Mail bekomme oder mir ein junger Mann sagt, er möchte Priester werden, hat er überlegt und so weiter. Das ist wirklich enorm. Es gibt Berufungen, sie werden ein bisschen exotischer, aber also es gibt wirklich Berufungen. Ich komme nicht mehr nach. Ja. Sie sind Raucher? Nein, ich komme nicht mehr. Ich schätze, dass ich ungefähr 30 Zigarren gut hätte, aber jetzt haben wir schon Sommer und ich habe heuer vielleicht 5-mal die Gelegenheit gehabt, dann am Abend nach einem guten Essen mit Mitbrüdern dann eine Zigarillo, nicht einmal eine Zigarre zu rauchen. Gibt es ein Ritual in Ihrer Arbeit, in Ihrem Leben, in diesen gefährlichen Missionen, einen, weiß ich nicht, Glücksbringer, irgendetwas, was Sie pflegen? Nein. Also wenn ich von einer Reise zurückgekehrt bin, dann gehe ich lange spazieren und denke über alles nach. Und ich bin auch nicht sehr praktizierend, aber ich bete vor jedem Essen und ich bete jede Nacht und ich habe immer nur ein einziges Gebet, das heißt Dankeschön. Mhm. Ich bedanke mich
für alles, was ich habe, weil ich das nicht ganz normal finde. Und dass es mir gut geht. Und dann bitte ich auch noch, das ist meiner kleinen Tochter, die Multiple Sklerose hat, dass aber einigermaßen gut geht, dafür sage ich auch danke, dass es ihr seit 10 Jahren immer noch gut geht. Und ich glaube, dass das, was Sie machen, einem Bedürfnis der Menschen entspricht nach Werten. Und mich wundert das gar nicht. Mich wundert auch nicht, dass das mal eine Zeit lang verschwunden ist, als der Materialismus seine Höhen hatte, aber dass Menschen auch immaterielle Antworten haben wollen, das verstehe ich total. Und Ihr Erfolg freut mich riesig. Darf ich noch was sagen dazu? Ja, aber es gibt wirklich dann so eine Umwegrentabilität. Diese Sache mit der CD 2008 war eben kein Geldprojekt. Der damalige Abt hat gesagt, wir hätten es auch gemacht, wenn wir keinen Cent dafür bekommen hätten. Ja? Aber jetzt haben wir dann in dieser Not, wir mussten die Hochschule ausbauen von 262 Studenten auf 270. Die Mitbrüder, es wohnen ja 10 von unseren Leuten in Wohncontainern, wir haben ja keinen Platz mehr und so weiter. Dann haben wir um Spenden gebeten und das gläubige Volk hat uns geholfen. Wir konnten die Hochschule ausbauen. Mhm. Also da gibt es eine Umwegrentabilität. Und dafür muss man dankbar sein. Genau. Und das, was wir Mönche übrigens machen, wir beten ja nicht, wir bitten nicht, sondern wir danken Gott. Ab 5 Uhr in Hallo, der Früh, ich wusste gar übrigens nicht. Auch alle eingeladen, ab 5 Uhr. Viktoria Schaderbeck, er möchte nicht reich, sondern nur berühmt sein. Wie schaut es mit Ihnen berühmt aus? Berühmt will ich also auch. ist das ganz ein Antipp? Also können Sie als Profifußballerin gut von Ihrem Beruf leben? Ich kann davon leben, aber ich kann nicht aussorgen. Das heißt, ich werde nach dem Fußball wieder ins Berufsleben werde ich einsteigen. Das ist ganz klar. Und ich sage immer, wenn ich wegen Geld Fußball spielen würde, dann würde ich gar nicht mehr Fußball spielen. Mhm. Also mich treiben ganz andere Dinge an und definitiv nicht das Geld. Und ich weiß auch, dass ich so glücklich sein kann und glücklich bin. Und das weiß ich viel mehr zu schätzen wie ja, in anderen Situationen. Und man muss auch das Positive sehen. Ich sage immer, Männerfußball oder die Spieler von Bayern, die können sich nicht frei bewegen. Ich kann das und das ist, kann ich schon sehr schätzen. Also von dem her muss man das auch immer in Relation und nicht nur das Schlechte sehen. Mhm, wie traurig macht es Sie, dass Frauenfußball in Österreich nicht die Akzeptanz hat, wie beispielsweise in Deutschland? Das hängt sicher zum einen mit den Erfolgen zusammen, aber ich habe auch festgestellt, dass in der Gesellschaft oder dass die Deutsche oder in Deutschland, in der Gesellschaft, Fußball noch einen viel größeren Stellenwert einnimmt, als das in Österreich ist. In Österreich gibt es den Skisport, dann mal lange nichts. Wenn es beim Fußball erfolgreich läuft, dann kommt man vielleicht mal ins Stadion. Ja, genau so und läuft im Moment. Und ja, in Deutschland ist das wirklich anders. Also das habe ich wirklich miterlebt und kann ich so bestätigen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist. Also man darf da nicht die Arbeit oder irgendwelche Strukturen hinterfragen, sondern das ist eine grundlegende Frage, wie die Menschen teilweise eingestellt sind und zu dem Sport stehen. Aber im Moment läuft es ja gut. Genau. Auch zur EM in Frankreich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für so interessante Einblicke in ihre Arbeit, in ihr Leben, in Lebenswege. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Bis Ende August sehen Sie an diesem Tag, zu dieser Zeit, Wiederholungen von besonderen Begegnungen, die hier stattgefunden haben an diesem Tisch. Nächstes Mal macht den Beginn die Runde, die sich anlässlich des 65. Geburtstags von Star-Karikaturist Manfred Deix hier getroffen hat, nämlich seine Schulfreunde, der Kabarettist Lukas Resitaritz und am Maler Gottfried Hellenwein. Bedanke mich, wünsche eine gute Nacht und dann wünsche eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.